So, dann würde ich mal sagen, hallo und herzlich willkommen, guten Abend, meine Damen, meine Herren. Wollen wir weitermachen? Mir hat es schon echt in den Fingern gejuckt. Dark Souls Zinders Mod weiterzumachen. Ja, super Teil. Yay. Yeah. Da war Andri. Der dritte männlichen Vornamens. Gut. Wo waren wir denn hier? Jo, wir haben ein bisschen Seelen noch dabei. Wir haben das Covenant, das was macht? Kannst du mir Bills kriegen? Okay, genau, alles gut. Ich hatte mir übrigens noch einen anderen Charakter gemacht und hab dann so ein bisschen mit Wundern erst ganz kurz rumgespielt und sowas. Und dabei sind mir ein, zwei Sachen aufgefallen, nämlich, ich habe was vergessen. Nämlich hier. Das gucken wir uns nochmal an. Auch an einer anderen Stelle, glaube ich, auch noch. Ich habe Kisten vergessen, weil ich halt nicht dran gedacht habe. Ich glaube, ich habe eine Mimik unter anderem vergessen. Weil ich einfach nicht mehr wusste, dass es die hier gab. Hallo? Was? Hat der Riese gerade da oben die Leute weggeschossen? Naja, komisch. Danke. Die Kiste, die ich meine, ist da hinten irgendwo. Muss ich in die andere Richtung. Die holen wir uns erstmal. Ich weiß jetzt nicht mal mehr, was das ist. Weil es gibt ja auch so viele Mods, so viele Items in der Mod. Dass ich das nicht behalten habe. Aber ich gehe mal ganz kurz zurück und hole mir das mal noch. Denke ich, wenn ich mir das nicht schon geholt habe. Da ist eine. Da. Die habe ich vergessen. Seht ihr die? Ja. Das heißt, wir müssen den Turm nochmal runtergehen. Das heißt, ich hätte einen anderes Bonfire nehmen sollen. Aber wenn ich jetzt hier bin, kann ich gucken, ob Cornifex Item da liegt in seinem Käfig. Nämlich eigentlich, im normalen Spiel, wenn man ihn holt, dann liegt danach ein Item in seinem Käfig. Jetzt trifft nur einen, ehrlich. Quatsch. Ne, es war wahrscheinlich die Handaxt, die wir von hier hatten, dann. Hier ist nichts. Gut. Dann, gehen wir hier runter. Und da lang. So ein paar extra, Drops können ja auch nicht schaden. Unseren Covenant. Ist immer willkommen, ehrlich gesagt. Meckern. Ich muss auch noch mal gucken, ob wir nicht irgendwie unsere Gegenstände verzaubern können. Also, der Schild und die Waffe halt. Vielleicht auch sogar der Bogen. Ich weiß, was ist das? Was war das? Resonating Crystal. Das ist neu, oder? Das hat man noch nicht. So, da oben müssen wir ja gar nicht lang. Wann nehmen die mal mit, die Gegner? War sogar ein Headshot bei. Ich hätte gern irgendwas, was, weiß nicht, ein bisschen Leben regeneriert, wenn ich jemanden töte. Oder passive Regeneration hat, während ich das einfach nur, während ich hier durch die Gegend laufe. Das wäre auch schon super. Good. Mit dem Faith-Charakter sind mir ein paar Sachen aufgefallen, nämlich, dass die meisten Gegner ganz schön hohe Magieresistenzen haben und ich mit... Ich bin ja auf der Dragon Area ziemlich weit gekommen, ehrlich gesagt. Und auch hinter Gandir. Ich habe Gandir auch getötet, ne? Hinter Gandir bin ich auch sehr weit gekommen mit Bogen. Und mit den anderen Charakteren hat das enorm lang gedauert. Also, da jetzt überhaupt irgendwie einen Stich zu sehen, weil die anscheinend hohe Magieresistenz haben und Bogen einfach
ganz okay physisch ist halt. Sicher auf Entfernung, ne? Und so. Ja, euch beide habe ich nicht vergessen. 2, 3. Das gibt mir FP, oder? Hidden Blessing? So. Hidden Blessing. Ja, FP, cool. Und wir hatten eben noch was bekommen. Das da. Exchange with Nestling atop. Aha. Das kann ich einlösen bei Pickle P, Pumperum. Cool. Sehr, sehr cool. Wir wollen nach oben. Ja, und ich weiß, dass ich hätte das Bonfire hier umnutzen können. Oh, ich bin so dumm. Das war dämlich gerade. wo ist der Fahrstuhl? Na, komm schon. Ich muss doch hier abspringen. Ich muss ja gar nicht nach ganz oben. Der Dämon kommt nicht wieder. Gut. Hätte ja sein können. Müssen wir uns dann nochmal durchprügeln. Doch, reicht. Wow, warum ist der hier? Fuck. Wow. Der war beim letzten Mal nicht hier. Das ist ja krass. Auf zu blocken. Das ist unfair. Der ist stärker als der auf der Straße da, oder? Wie gesagt, warum ist der hier? Der fliegt auch nicht weg, ne? Also der hat sehr hohe Poise anscheinend. Oder Stability oder was auch immer. Perfekt zum Warm werden anscheinend. Ember. Warum ist der hier? Folgen mich jetzt Black Knights, weil ich da einen gekillt habe, oder? Ha, ich verstehe es nicht. Ich meine, hier bin ich doch schon mal durch, da war der nicht da. Oder? Vielleicht, weil ich... Vielleicht spawnen neue Gegner, wenn man den Boss des Gebiets tötet? Das wäre cool eigentlich. Ah, wir haben ein Wort auch gekillt, ne? Waren wir danach nochmal da? Nee, waren wir nicht. Mal gucken. Das erinnert mich ein bisschen an, weiß nicht, Terraria oder so. Oder ja, weiß nicht, tötest du halt die Wall of Flesh, die ganze Welt wird neu bevölkert mit neuen Gegnern, die dazukommen. Also so die Richtung halt. Fading Soul. Achso, das wird das. Noch weit an der Stelle, wo wir liegen können. Schalterkiste. Ja, und wie gesagt, ne, die eine Mimik müssten wir verpasst haben. Bin ich irgendwie ganz doof gelaufen. Müssen wir also auch gleich nochmal hin. Cool. Ihr. Oh yeah. Das droppt hier ganz schön gut irgendwie. Das extra Zeug. Ja, wie gesagt, lieber wäre es mir, wenn ich irgendwie eine passive Regeneration hätte. Ein bisschen nur. Fürs Töten oder einfach so. Noch ein Black Knight, ne? Der hatte auch rote Augen, ne?
bin gespannt. Sowas nochmal erleben. Das Ding halt jetzt schon weniger als Estos. Interessant. Ha. Naja. So, das war hier unter mir jetzt, ne? Genau da. Ist auch eine ganz normale Kiste. Worker Hat. Das sind die Klamotten, die sie hier haben. Deswegen droppen die auch nicht. Macht Sinn. Gut. War's das? Ich glaube ja. Das nächste Bonfire. Das bleibt jetzt so, ja? Interessant. Ich glaube, das nächste Bonfire ist. Haha. Wenn wir einen dieser Dinger hier benutzen, einfach. Gundir nicht nochmal. Wort, ja, warum nicht? Direkt auch nochmal 11.000 Seelen holen von ihm. Let's go. Bäh, schnell rein. Der wird auch nicht stärker anscheinend, ja? Voila. Während der natürlich jetzt ziemlich einfach ist. Ah, cool. Weil ich sehr, sehr viel stärker geworden bin. Daneben. Tot? Ja, was? Was macht er da? Ach, der Atem. Okay. Ja. Nö. Wort. Seine Seele selber ist auch nochmal 10.000 wert, ne? Also. Gut. Zu weit weg. Na gut. Wir haben jetzt auch nicht mehr das volle Archer-Equipment an von Anfang an. Das Zeug, womit wir mehr Reichweite hatten. Gut. Ich wollte aber tatsächlich dahin, wo Wort auch ist. Also können wir da auch direkt nochmal hin. Ne, nicht genau dahin, weil wir wollten zu Mimic. Das wäre. Da. Was ist denn da am kürzesten? Was war Nuke? Nee, ich glaube, das ist weiter weg als Jail, oder? Nimmt sich nicht viel. Ich glaube, ich habe ungefähr genauso viele Gegner zu töten. Ganz vergessen. Ich will immer blocken mit der Taste, aber ist natürlich der Zoom beim Schießen nur. Au. Na komm, halt still. Verwandelst du dich? Du willst dich verwandeln. Tu mir den Gefallen. Gut. Die Mimic, von der ich spreche, ist übrigens genau neben der Standard-Mimic, die auch normal im Spiel ist. Also, jetzt habe ich auch noch keine weitere Mimik gesehen. Bisschen erwartet, dass es vielleicht noch andere Gegner hier gibt. So wie Leiter-Mimics oder so. Gab es ja mal ganz coole Artworks. Irgendwo
auf Twitter oder sowas. Leiter-Mimics und Bonfire-Mimics und so. Autsch. Da gab es ein ganzes Spiel darum. Über andere Mimics. Genannt Prey. Ja. Oh, wir haben auch Ember bekommen, sehe ich gerade. Bekam man Ember für Bosse töten? Ja, ne? Doch, stimmt. Die erste Mal kriegt man das nach Gandir im normalen Spiel, ja. Das ist man auch voll mit Ember. Hm. Cool, also kann ich jetzt theoretisch immer wieder zu Wort zurückporten, einmal kurz umklatschen und dann habe ich Ember wieder voll. Hm. Das ist irgendwie... Weiß nicht. Ist merkwürdig. Die Mimik, die ich gesehen habe, ist die hier. Die hier, die haben wir nicht aufgemacht. Weil die... Da habe ich einfach nicht hingeguckt, weil aus dem normalen Spiel würde man halt nicht vermuten, dass hier noch irgendwo was versteckt ist. Weiß nicht. Hier sind auch ein paar an der Kiste so komisch beleuchtet durch die Fackeln oben drüber. Da habe ich auch ein Item vergessen. Vielleicht bin ich hier irgendwie nur in Panik durch. Wollte das später machen oder so, ich weiß nicht. Curse Gem, okay. Na denn? Bäh. So, was hast du denn? Braille Divine Tomb of Kareem, okay. Also kann man früher noch mehr Wunder lernen. Key-Item? Da. Das ist normal, das Ding, ne? Ja. Ja, dann können wir jetzt zu der Tante gehen und das direkt abgeben. Ich guck mal ganz kurz nochmal auf diesen Turm. Der Outrider ist hier nicht mehr, ne? Ah, okay. Der bleibt weg. Jetzt sind wir auch eine Weile hier rumgelaufen und hier war auch kein schwarzer Ritter. Also, weiß ich nicht. Warum ist der an der Stelle? Da ist. Okay. Bonfire. Hier mit ihr reden, wollte ich noch mal was gucken. Infuse. Das Ding können wir infusen. Das ist ja super interessant, ehrlich gesagt. Mit zum Beispiel Regeneration, welche auch immer das noch gleich war. Enchanted? Holy, ne? Wenn? Ich muss noch mal gucken. Haben wir eh nicht Holy Gem. Blunt. Ha. Ich muss noch mal ins Buch gucken, was das genau macht. Schilde? Schilde. Die kann man auch verzaubern. Dafür brauchen wir Infusing Essence. Davon haben wir noch gar keine bekommen. Und... Das da, Rejuvenation, war Heilung. Das weiß ich noch. Hm. Die brauchen alle das gleiche. Das kostet einfach nur 10.000. Weil es ein besonderes Schild ist. Hm. Haben wir nicht. Large Shards. Glaubt ihr, wir haben schon eine Chance gegen Dancer? Ich weiß nicht. Naja. Wir fragen erstmal die liebe Tante hier nach Wundern. Hi. Oh, Champion of Ash. Welcome back. Do you wish to hear it? Oh, you've brought me a Braille Divine Tome. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. Das haben wir schon mal gehört, ne? Fun we will have. Learn. Ich glaube, Lightning Blade ist neu. Die große Heilung ist neu. Oder die beiden Heilungen vielleicht sogar.
Und Caressing Tears ist auch neu. Meine ich. Weiß nicht, bin ich sicher. Aber das sind auch die Sachen, die man normal kriegt, ne? Also, wenn man das abgibt, genau das. Gut. Oh, was habe ich? Holy Fragment. Eine schicke Rüstung. Naja. Kann das hier auch einfach kaufen. Cool. Für ein Holy Fragment. Have a pleasant, I pray for your safety. Ups, das ist irgendwie komisch. Es gibt kein Covenant, mit dem man Upgrade-Materialien kriegt, oder? Außer halt... Allstones? Mhm. Also, der hier gibt Drachen-Upgrade-Materialsteine, richtig? Der hier gibt Holy Fragments, das ist das, wo wir eben waren. Das ist Abyssal, das ist für die Dark-Waffen zum Upgraden. Fire Seed ist für... Aha. Also das ist ein Upgrade-Material, aber benutzen wir halt nicht. Reinforcement-Material. Ach ja. Ha. Machen wir mal. Laufen wir damit rum. Das ist eine gute Idee. Weil mich nervt das, dass mein Schwert immer noch auf plus 2 ist. Und mein Bogen auf plus 4 und so. Genau sowas habe ich eigentlich gesucht. Dann haben wir das sogar. Ich frage mich, wann Patches kommt. Weiß das noch einer? Wahrscheinlich nachdem man hier Crystal Sage macht, oder? War das so? Oder noch ein bisschen später? Hm. Werden wir sehen. Wir machen jetzt... auch nicht. Da. Das da. Und schauen, was wir alles von den Krabben abverlangen können und was auch immer da noch alles rumkreucht. Da sind bestimmt auch ein paar neue Gegner. Kaufen nochmal Pfeile voll. Oh, das sind neue Items. Oh, das sind neue Items. Hier, Gegengift und so. Das ist neu. Dinger kosten hier immer noch 10.000. Mir fällt gerade noch was ein. Apropos Items kaufen und so. Haben wir Lorettas Knochen? Nein, haben wir nicht, ne? Da müssen wir den auch nochmal holen, verdammte Axt. Ah, das ist ja ärgerlich. Das wollte ich unbedingt noch holen. Reisen. Ah, also nochmal zurück. Nach da. Ich mag es irgendwie nicht, in dem Turm zu starten, der ist doof. Da muss man erst den Fahrstuhl drücken, dann wieder zurück. Und dann nochmal hin und her und keine Ahnung. Und nicht so mein Ding. Doch, hier lang, ja. Hey, vielleicht kriegen wir jetzt sogar Upgrade-Material direkt. Ah. Im Ernst? Na gut. Mit dem anderen Charakter habe ich nämlich gesehen, dass es existiert. Halt, das Upgrade-Material. Das Lorettas Knochen. Und irgendwie habe ich das verpasst mit dem Charakter. Ich weiß nicht warum. Ja, das hängt noch. Ach, verdammt. Okay. Titanite Shards, okay. Vielleicht gibt es auch höhere Sachen, ich bin nicht sicher. Das wäre schön. Na ihr? Ist das hier eigentlich nur, damit man Massenspells hier ausprobieren kann, oder? Ich weiß nicht. Ich hätte gedacht, wenn man von der anderen Seite auskommt, dann kommen die vielleicht einfach auf einen zugelaufen, das wäre super. Aber ja, eigentlich erst, wenn man die Tante in der Mitte so richtig pullt, dass die ansieht, dann kommen, glaube ich, alle. Ne? Also die Tante da, die hier, die kein Loot für mich hat.
So, das da will ich. Aha. Firebombs. Mhm. Warum habe ich das verpasst? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe es runtergehauen und dann habe ich da, weil da irgendein Item in der Luft hing, da drin, an der Stelle, dass ich deswegen zurück bin und das anders gemacht habe dann. Ja, gut. Bonfire-Schrei. So, bevor wir ihm das geben, sollten wir vielleicht vorher... Er hatte ja noch diese Ember. Purchase. Die holen wir uns alle einmal. Wow. Brauchen wir so viel? Ich glaube nicht, ne? Warum hat er das so billig, so viel? Hat er neue Waren? Er hat schon das zweite Set von Waren, kann das sein? Na gut. Hier. Heavens. She was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring as, well, a little trinket of thanks, I suppose. You as... Goodbye, Mardisply. Mhm. Na du? Du bist immer noch lieb, gut. Nimmst mir jetzt nicht übel, dass ich dich einmal getötet habe. Finde ich gut. Und mache ich das jetzt? Ja. Warum nicht? Eine andere Sache, die ich noch rausgefunden habe, ist. Guck mal da. Hier ist was zum Anklicken. Trial of Perseverance. Also, ne? Meine Durchhaltevermögen wird getestet und so. Das können wir uns ja mal kurz angucken. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, da dran zu gucken, ehrlich gesagt. Weil das nicht jemand gesagt hätte. Von daher. Dragon Runes. Afflicted Swarm. Was? Der war eben noch nicht da, oder? Hinter mir auch. Ganz schön viel Leben. Der einzelne von denen hat Leben, meine ich. Nee, ich will nicht sterben. Schande. Hab ich irgendwas, was gegen Curse hilft? Ich hoffe, das werden jetzt nicht immer mehr. Hat? Wo führt denn das hier erst hin? Oh, die haben ganz schön weit geschossen. Okay. So ein Ding, wo ich durchhalten muss, ja? Nee. Da liegen jetzt noch meine Seelen. Ich glaube, ich mache das nochmal. Gucken. Ist toll, wie man in den Loading-Screens immer so alte, neue Sachen liest. Also neu für Teil 3 hier. Aber alt in der Serie als Ganzes. Letztes Mal ist hier einer aufgetaucht, oder? Da hinten ist einer. Halt still. Der braucht 3 Pfeile, das ist zu viel irgendwie. Poison Gem. Warte, schon wieder? Warte mal, ich muss eine Seele erst orientieren, bitte. Waren denn meine Seelen? Ah, das sind die Richter hier. Hm.
Sind die ja sogar immer an der gleichen Stelle? Ich weiß nicht. Wissen die, wo ich bin? Ja, die sind. Okay, die haben, droppen jetzt Poison Games hier, hm? So sieht, wenn ich die down habe. Oh, der hat ganz schön weit geschossen. Kurzbogen wäre super, damit ich ausweichen könnte und dann schießen. Okay. Wenigstens die eine Welle schaffen. Okay. Na komm, ich schaffe euch. Come on. Yeah, drei Titanite Charts. Large. Uh-huh. Okay. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich sehe auch ganz schön schrumpelig aus, ne? 18 Hollowing habe ich. Oh, New Control Menace. Hi. Mach mal hinne. Viele von euch sind da. Oh, ich bin zu lang für dich. Oh, okay. Das sind nicht nur die schnellen Typen. Überlebe ich das? Komm. Das ist noch Loot. Curse Gem. Also die Monster an sich droppen Gems und ich krieg Upgrade noch hier. Sehe ich das richtig? Boah, da links ist auch noch was. Ich hör's doch. Nein, nicht der Griff, nicht der Griff, nicht der Griff. Ah! Kamera, Problem. Ah. Auch eine Attacke, ja. Jawohl, guter Schaden, guter Schaden. Das ist eine feste Anzahl anscheinend, ja? Ist jetzt nicht, dass da immer mehr kommt, weiß nicht, überwältigt werde oder so. Ist schon so, weiß nicht, 6 oder so. Auch gerade. Flaschen wieder neu bekommen. Eigentlich ist das ein cooler Modus, wenn ich jetzt ein bisschen stärker wäre auf jeden Fall. Zack. Fällt er runter? Ne. Wieder drei von denen. Hm. Muss ich mich der Jonathan Joestar Technik bemühen. Weglaufen. Ah, nein, nein, das ist der Griff, ne? Nee. Alles gut. Noch einer. Hm. Ganz kurz. Ich heile nochmal. Hm.
Yeah! Okay, die zweite Welle geschafft. Ah. Hm. Ich bin nur ganz viel weggelaufen. Oh Mann. Was kommt als nächstes? Oh, ich hab irgendwie Schiss. Die haben jetzt Bleeding ein bisschen gemacht und Gift ein bisschen mehr noch, ne? Also die Kleinen haben, glaube ich, Gift gehabt, richtig? Keine Ahnung. Und davor war Curse. Haben die immer irgendein Element oder ist das nur Zufall? Horrors from the Swamp. Mhm. Toxin? Oh, hi. Von euch mehrere, hm? Fuck. Ich höre hier Schritte. Du, ist egal. Ich kann dich auch reparieren. Ihr könnt ja nicht schießen, ihr könnt ja nur Wolken machen, richtig? Autsch. Gift. Nein, nicht er! Fuck. Okay, das war's für mich. Scheiße. Okay. Okay, dann machen wir mal normal weiter. Gehen wir mal in den normalen Sumpf. Oh Mann. Ja, ja. Gehen wir hier irgendwann nochmal später zurück. Bray haben wir gegeben. Wir sind zwischendurch ein paar Mal gestorben. Das heißt, wir können Joel mal wieder besuchen. Und seine Quest vorantreiben. Und stärker werden natürlich auch. Ich weiß nicht, wie oft man das hier machen kann. Normalerweise wird man, also ist man ja bei 5 Following. Wir haben jetzt aber schon 22. Ich weiß nicht, was das heißt. Bis wie das Psyche das steigt. Oder nee, 5. Nee, warte mal, anders. 5 Seelen oder so. Oh, ich kann nochmal. All will soon be clear, my good lord. Oh, das klingt nach dem letzten Ding. You have attained ample strength. Oh. Okay. Ja, Joel, dann verabschiede ich mich mal von dir. Grey Red ist heavens. Down she was immer. Already dead. Gut. Hm. Lade ich das einmal neu und schauen wir uns mal an. Yuria müsste jetzt dann da sein, oder? Ich glaube, ich muss. Ich glaube, zu Neuladen muss ich hier, glaube ich, einmal herporten. So. Yep. Mhm. Oh, prithee. Art thou good Yoles, Master? I am Yuria of Londor, a close friend of his. Thanks to thee, Yol's soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. Mm-hmm. Another matter. Thou a lord, art thou not? Correct. Bearer of the dark sigil, and our lord of hollows. For the time thou remainst our lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. Mhm. Dismissive point, mhm. Verkauft sie. Oh! Morion Blade! Was? 10% mehr Damage, wenn man unter 25% Leben ist? Das ist ja nicht so viel. Das Ding stammt natürlich aus Demon's Souls, meine ich. Und da war das irgendwie, weiß nicht, 50% mehr Damage oder so macht man. Oder relativ viel mehr Schaden auf jeden Fall. Das war das Ding für Hyperbuilds. Das und irgendein anderes Item gab's dazu noch. Cool. Our Lord and Liege. Knowest thou of a youth named Anri? Ja, haben wir schon getroffen. He is hollow. And will join thee in wedlock. Heiraten. Okay. A fellow of mine guides him at this moment. When the time is ripe, thou mayst make thy salutations. For what lord taketh no spouse? Till we meet again, may the dark sigil guide thee. Okay. Vielleicht arbeiten wir irgendwann nochmal daran, dass wir nicht so hässlich sind. Oh. Du bist wieder normal.
Ha, schon. You can keep the ring as. Ja, Nichts, was mir jetzt direkt auffällt als Neues. Ha. Ist auch auf Demon's Souls. Aus Demon's Souls. Ganz toll aus. Goodbye. Oh, this place is a bore. What? Aber er will momentan noch nicht losgeschickt werden, ne? Um woanders Sachen zu klauen. Interessant. So, dann sollten wir jetzt zuerst mal dahin gehen und, weiß nicht, Patches freischalten und dann schauen wir uns nochmal an, ob wir Dancer machen können. Irgendwie sowas. So, das ist jetzt der Plan für heute, glaube ich. Also. Dahin. Für Patches müssen wir Crystal Stage vorbei und. Also. Weiß nicht, müssen wir. Gute Frage. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es heute gar nicht. so denke ich mir gerade. Hat schon relativ viel aufgeräumt aus der letzten Folge noch. Okay, das tötet euch, ist gut zu wissen. Seitlich ausweichen, ja. Hi! Wow! Du hier? Oh. Ja. Scheiße. Der hält ganz schön was aus. Kannst du neue Sachen? Autsch. Jetzt mehr Attacken? Der hat jetzt. Das sieht irgendwie aus, als hätte er drei Attacken oder so. Zwei Attacken mehr als sonst nochmal. Oh, cool. Ah! Hatte der sowas auch normal? Hey, ich hab niemanden so gestaggert, um das. Ha, cool. Average Crew Tree. Welche Geräusche? Alles gut. Ja, ist eine Keule. Aha. Die mit? Mal kurz gucken. Ja, es geht ein bisschen mit Stärke. Okay. Man wird stabil. Aha. Weiß nicht, wenn ich auf Keule gehen würde, wäre es bestimmt eine Option. Sieht lustig aus. Ist auch nicht schlimmer als Large Club oder so. Keine Ahnung. So. Was haben wir hier? Nimm mal einen Pilze anscheinend. Ich habe vorhin so eine Prozession von besessenen Biestmännern loslaufen sehen. Wie auch immer die Dinger heißen. Wenn die loslaufen, kommen die bestimmt mal zurück, die patrouillieren, oder? Bin gespannt. Eine ganz tolle Sache der Mod soll sein, dass man im Wasser nicht mehr verlangsamt wird, generell. Das begrüße ich ja sehr. Mal schauen. Können wir den anschießen von hier aus? Ich krieg den Typen da hinten nicht anvisiert. Krabi, komm mal her. Ort. Locken soll. Mach ich, mach's falsch.
Wie war denn das? Ja, lass mich kurz rein, danke. Cool, jetzt können wir kämpfen. Werden die nicht mehr gestaggert? Anscheinend nicht. Sie sterben vorher. Great Swamp Ring. Müsste Pyromant Sachen verstärken, richtig? Da. Hier steht sogar die Zahlen. 7,5% mehr Schaden. Eine Krabbe müsste noch irgendwo sein, ne? Sind die nicht immer zwei? Also eine große. Da ist die andere. Hat sich da gerade was bewegt? In der Bäume oder so? Nee, ne? Der Typ wahrscheinlich da, den da. Ne, nicht der. Na egal. Da, der da, den habe ich wahrscheinlich gerade gesehen. Den ich gerade nicht anvisiert kriege. Oh, fuck. Das ist die Position von Beastmenschen. Die Krabbe steckt anscheinend gerade fest. Unsere Chance. Oder auch nicht. Angst, was hinter mir ist. Ihr wisst noch nicht, dass ich existiere, oder? Na komm, mach deine Attacke. Dankeschön. Na los. Giant Crab Arm. Ist das ein Zauberstab oder? Das ist eine Keule. Skill Bubble Beam. Anchor Weapon in. Okay. Was braucht das? Das braucht 40 Stärke. Cool. Sehr cool. Ach, das ist ein. Achso, ich dachte, das wäre länger an so einem Stab oder so. Wenn es die Spitze von so einem Speer wäre, vielleicht. Ja, Keule, ne? Matt, mach mal. Matt, Matt, hab ich irgendwas falsch gelesen? And use strong attack. Aha, okay. Das muss ich, einen Firelink-Schrein mal ausprobieren. Ich hoffe, ich habe keine Fat Roll. Okay. Jetzt mal. Okay.